alle in das stille Kämmerle und dann machen wir die Tür zu. Können wir nicht mehr. Mist. Aber trotzdem, hier im Kämmerchen sind wir am sichersten. Quick Save machen und schlafen. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Euer Ende ist nah. Okay. Gegen die habe ich jetzt nichts gehabt. Die sind nämlich nicht so schwierig. Auf in den Sieg! So, dürfen wir jetzt? Euer Leben ist verwirrt! Könnt jetzt nicht rasten? Sind da draußen welche oder was? Na also. Ja, einverstanden. Wir haben den ganzen Tag geschlafen. Hey, wir sind beim 8. Tag angekommen. Das heißt, wenn wir hier irgendwann mal raus sind, können wir uns da den Yeti, die Yeti-Pelz-Rüstung holen. Weiter! Okay. Was? So soll es geschehen. Du spionierst mal weiter. Wir haben hier zwei verschlossene Türen und einen Sarg. Tempelwächter, Skelette. Im Schattenverstecken ist immer noch gelungen. Sag, was es soll geschehen. Auf in den Sieg! Ist das alles? Wie kann ich einverstanden? Sterb! Woran? Ich tu's. Ja? Eine Schande, dass wir Gewalt haben. Na, die Tempelwächter scheinen irgendwie nichts zu droppen. Nein, wir vorwärts! Der Magier hat übrigens auch nichts gedroppt. Aber entweder das oder. Sterb! Es ist alles despawned, weil wir gerastet haben. Mögen die Götter mich schützen! Was? Ist das alles? Okay, dann gucken wir mal, ob hier eine Falle ist. Wir haben da noch die zwei Kammern. Wobei das wie kleine Kammern aussieht und da scheint keine Falle dran zu sein. Was ist los? Verstärkter großer Schild. Plus eins. Zudem sage ich definitiv nicht nein. Vor allem er ist leichter. Der wiegt 15. Der wiegt 12. Yippie. Das ist ein magischer Geschossstab. Der müsste aber vorher identifiziert werden. Ich höre. Ich werde tun, was überhaupt kein Problem. Und dann guck mal, was ist denn da noch drin? Ach, noch mehr von Mamas Tee und. Mittelschwere Wunden heilen. Und der Questgegenstände gebe ich erstmal zu ihm. Gut, den könnte er identifizieren. Aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt identifizieren. Reicht auch nach einem Level up oder zwei. So. Was? Wenn es sein muss. Oh, das geht ja doch ein bisschen tiefer rein als gedacht. Ja. Diese
Diese Geräte scheinen noch fast neuwertig zu sein. Sie weisen keine Spuren von Rost oder Scheiß auf, doch sie scheinen nicht zu funktionieren. Vielleicht gibt es einen Schalter, mit dem sie aktiviert Sag werden. Vorwärts! Ja, ist das der hier? Also, um das Tor zu öffnen? Ja, scheinbar, aber der klemmt. Ja? Wie kann ich helfen? In Ordnung! Mich nervt es gerade, dass wir den... Woran hast du gedacht? ...Magier jetzt nicht plündern konnten. In Ordnung. Also, weil er despawned ist. Mich nervt es auch, dass wir uns gerade nicht im Schatten verstecken können. Man sieht, im Schatten verstecken ist eine sehr seltsame Fähigkeit. Aus dem Schatten raus, das ist nicht gut. Dein Befehl? Es soll geschehen. Ich höre mit Vergnügen. So, ramponierte Skelette haben den Vorteil, dass sie noch leicht zu töten sind. Der Gruftschrecken hingegen kann nur mit magischen Waffen oder halt mit Zaubern verletzt werden. Deswegen gehen wir ein bisschen taktisch vor. Nutzen ein bisschen die Gegner-AI aus. Was? So soll es geschehen. So. Sag, was du von mir willst. Geht ja nämlich auch um die Erfahrungspunkte. Wie kann ich... Einverstanden! Gut, die geben jetzt nicht so viel. Das hingegen tut sehr böse weh. Oh. Bereit zu neuen Taten! Was ist los? Brauchst du mich? Wie lautet deine Aufgabe? So, heiligen Vita Mortis. Okay, hier ist nichts. Dein Befehl, weiter! Was mit Vergnügen? Er ist geheilt. Okay, sind wir mal so freundlich und gucken da rein. Hi. Ja, sofort. Spür ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Das soll doch nicht sein. Also ja, bis jetzt nur... Sag, was du von mir willst. Ich wasch mir meinen Bart Wie kann ich in deinem Blut! Weiter! Wenn wir also ein bisschen vorstoßen. Nehmt keine Gefangenen! Euer Leben ist verwirrt! Spür meine Sterne nicht sein. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Woran hast du gedacht? Ist das alles? So, warten wir kurz einen Moment. Hier gibt's eine Kammer auf jeden Fall noch.
Da ist ein Hebel, der uns sogar angezeigt wird. Dein Biff weiter! Ich höre, ist das alles? So, mal gucken, sind die Fächer hier. Ach du meine Güte. Kann. Natürlich! Was? Sind ein paar mehr. In Ordnung. Das sind einfach nur Armbänder, die bringen einem nichts. Den nehme ich gerne mit. Und ja, ich sollte wirklich das hier mal weg. Das kann da rein. Woran hast du gedacht? So. Mit Vergnügen. Bisschen Geld. Noch ein bisschen Geld. Schädel eines Menschen, also nichts wirklich Besonderes. Bisschen mehr Geld für noch eine Schleuder plus eins. Ja. Also auch etwas, was wir zu Geld machen können, ganz gut, auch wenn es nicht viel ist. Vorwärts. Also die Schleudern plus eins sind nicht viel wert. Wie kann... Natürlich. Kann ich dich öffnen? Nein. Okay, für... Sag, was du von mir willst. Gewiss. Für das brauche ich einen Schlüssel, den ich noch nicht habe. Habe ich mir jetzt was? Wirklich alle angeguckt? Ist das alles? Da war nur der Schädel drin. Die beiden habe ich mir die angeguckt. Willst du mich veralbern? Was ist los? Okay, ein Katana plus eins. Ich habe sie extra nicht auf Katana geskillt. Wird mir natürlich nicht mehr angezeigt. Aber hatte ich nicht noch irgendwo ein Langschwert plus eins? Das muss ich jetzt sagen, finde ich etwas doof an der... Ja. An der Enhanced Edition. Also würde den ETW doch etwas reduzieren. Du hättest aber wenigstens zwei magische Waffen, um Schaden zu machen. Also, ja, hätte ich gewusst, dass man Katana, doch so ein Katana plus eins findet. Woran hast du, so soll es geschehen? Dann hätte ich sie auf Katana statt aufs Krummsäbel geskillt. Wir können mal kurz die Armbänder nehmen. Aber die machen nichts. Die könnten aber was wert sein. Ja gut, du bist zu weit weg. Wie kann ich helfen? Gewiss. Gut, das heißt, wir können jetzt hier nach hier oben gehen. Dein Biff vorwärts! Mal kurz die Tempelwächter angucken. Von denen jemand was Besonderes dabei hat, ja. Allerdings in Ordnung. Nicht. Ich höre. So soll es geschehen.
Und Mann, ey, das. Also ja, man könnte meinen, dass wenn man sich wirklich in den Schatten stellt, dass man sich dann leichter im Schatten verstecken kann. Vor allem, weil es hier ja recht schön dunkel ist.